Kein Secret, okay. Ich werde jetzt sehr vermehrt auf Abzweigmöglichkeiten achten, nur für den Fall, dass wir bei unserem ersten Run hier durch irgendetwas sehr Offensichtliches übersehen haben. Wie zum Beispiel hier einen Weg nach oben, aber nee, sehe ich keinen. Hier weiter nach unten geht's auch nicht. Da war ein doofer Geist, den töten wir einfach mal. Komm her. Weg, weg. Komm raus. Da hinten ist eine Truhe. Oh. Truhe. Du bist weg. Ich teste mal kurz die Wände hier. Nein. Nein. nee, da werden wir nicht lang gehen können. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass das Wasser da unten tödlich ist. Aber ich hatte es, glaube ich, nie getestet. Nee. Ah, ist eine Treppe. Also runter geht es auf jeden Fall. Hoch, die Treppe ist durchgehen. Ja, hoch geht's auch. Da hinten scheint man lang zu kommen und dann da die Treppe hoch. Also da, wo ich jetzt gerade mit der Kamera hingucke. Da. Da müsste irgendwo ein Weg runter sein. Gleich kam eine Banshee. Du bist unwichtig. Banshee. Da ist die Banshee. Oh, nein. Ihr seid gestorben. Und ich bin ganz knapp daneben gesprungen. Also ein bisschen weiter links. Da hätte ich, glaube ich, landen können. Also machen wir das jetzt so. Wir laufen wieder dahin. Wir wissen ja, es geht jetzt ziemlich gut mit dem Schwert. Und wundern uns, dass wir das Leuchtfeuer hier noch gar nicht entfacht haben. Wir sind immer noch bei 14 Flakons. Aber das passt auf jeden Fall. Wir werden niemals nicht so viele Flakons brauchen, um alle Geister da unten zu töten. Das hatten wir schon mal mit 5 geschafft, wenn ich mich recht entsinne. Also 5 plus Zauber und so weiter. So, kommst mit. Wir kämpfen uns jetzt also wieder durch. Etwas waghalsiger diesmal. Richtung Banshee. Werden die Banshee aber da weglocken. Und nicht da wild auf sie reinschlagen und wieder runterfallen. Und dann gucken wir mal, ob wir bei der Banshee taktisch irgendwo runterspringen können, um da zu landen, wo ich eben gerade meinte, dass ich hätte landen können. Und sonst gucken wir uns da weiter um. Weil genau da werden wir runterspringen können oder runtergehen können, um dann an der Treppe wieder hochzugehen, um zu der Kiste zu kommen. Dann ist da vielleicht auch noch ein anderes Gebiet. Und wenn nicht, war da wenigstens eine Kiste. Oh, und es müsste theoretisch auch irgendwo da einen Weg wieder hochgeben. Es wäre komisch, wenn man nur durch Springen hinkommt und dann gar nicht wieder weg. Aber ja, kein Weg, kein Weg. Geister. Erst 2, dann 3. Die hier drüben können wir ignorieren, ja. Also erstmal nur die 2 hier vorne. Das ist schnell gemacht, da können wir auch ein bisschen hinlaufen. Und im Laufen eine schwere Attacke benutzen. Oh, mal gucken. Komm. Oh, daneben. Ja, ja, ja. Ich bin schon wieder vorsichtiger. Wollte ich mal ein bisschen... Oh. Ja. Vor allem bin ich nicht nur vorsichtiger. Ich bin auch ein bisschen intelligenter. Ich benutze den Wanderfluch. Bin irgendwie davon ausgegangen, dass der noch aktiv war. Jetzt heil dich erstmal. Trotteliger Gero. So. Benutzt dann den Wanderfluch. Und stürmt dann heldenhaft wieder zu den Geistern. Sehr gut. Zack, zack. Zack, zack. War von hier unten vielleicht eine Verbindung dahin? Nee. Da. Nee. Es scheint.
scheint gar nicht so viele Möglichkeiten zu geben, wo man hingehen kann. 1, 2. 1, 2. Alles alle? Alles alle. No. Ja, hier waren gleich 3, 4 auf einmal. Da sollten wir wirklich ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, komm her. Eins, zwei. Nix, nix. Ja, komm. Holst erstmal deine Freunde, ha? Feigling? Oh, 4, 5. Ja. Machen wir wieder einen Kampf auf der Brücke. Episch wie immer. Das war nicht so geplant. Das war mir dann doch ein wenig zu knapp. Okay. Hauptsache überlebt. Und da ist ja noch einer. 6 Geister auf so engem Raum. Könnte fast meinen, das Spiel wäre gemein. So, jetzt sind aber alle tot, richtig? Richtig. Genau, du runter. Dann haben wir gleich das fiese Gespenst hier vorne. Das können wir aber ignorieren. Und da ist unser Seelenhaufen schon. Ein Geist kommt jetzt noch. Genau, du. Seelenhaufen. Banshee. Shield. Okay. Wo bin ich letztes Mal runtergestürzt? Da kann man fast nichts sehen. Ich guck mich erstmal um. Und wenn ich dann nichts finde, dann rolle ich in die Richtung da. Also da, wo der Untote da zusammengekauert kniet. Und die Leiche da hinten. Da würde ich dann runtergehen. Versuchen zumindest. Aber mal gucken. Hier, nö. Hier war im Boden einer, ja. Komm hoch. Feigling. Feigling. Warst doch im Boden, oder? Da ist der nächste. Keiner traut sich raus. Okay. Ich würde euch echt gerne vernichten, bevor ich jetzt weiter dann vorgehe. Nicht, dass ihr mir noch in den Rücken fallt oder so. Aus Nummer 2. Oh. So, das Ding war jetzt richtig garstig. Und ich sehe gerade, wir kommen gar nicht an. Ey, da bist du ja. Es gibt keine andere Verbindung, außer die Stelle bei der Banshee. Das ist nämlich alles in dem Gebäude hier rechts von uns. Das heißt, ich werde mich jetzt in den Tod rollen. Mit 10.000 Seelen. Oh, warte mal. Da ist ein Sims oder führt nirgendwo hin. Nee, okay. Also, tot rollen. Oder erstmal nur runterspringen. Also hier. Hier müsste ich jetzt einfach runterspringen. Sah nicht so tief aus. Und es war definitiv kein endloses Fallen. Hatten wir volle Lebenspunkte. Einigermaßen. Nicht komplett voll, aber sah gut aus. Hätten wir mit einem Fitzelchen mehr Leben, also voller Leiste das geschafft, oder hätten wir es vielleicht geschafft, wenn wir noch vorher ein, zweimal Lebenspunkte gesteigert hätten,
an einem Leuchtfeuer. Hm. Vielleicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Hilft uns jetzt aber erstmal nichts. Ich denke auch nicht, dass wir in dem Gebiet weiterkommen durch so eine Aktion. Normalerweise müsste es ein wenig offensichtlicher sein, wo man lang gehen muss. Das heißt, wir kämpfen uns wieder zu unserem Leichenhaufen vor, sammeln den ein, schnetzeln uns dann zum Spitzhut vor, geben dort unsere Seelen aus. Alles für Wanderflüche. Wegen guten Puffer und so. Und hopps. Und gehen dann von ihm aus, also von dem Spitzhut aus, weiter und gucken da einfach mal. So. Hier lang. Und diesmal bitte nicht vor den Wanderfluch vergessen, Gerogon. Das war doch ein wenig peinlich im letzten Anlauf. Genauso peinlich wie hier vom Steg zu fallen. Was haben wir nochmal hingekriegt? Okay, da. So, Wanderfluch benutzen. So. Auf Flasche wechseln. Töten. Testen. Okay, schwere Attacke ist nicht so viel besser. Mit den zwei leichten sind wir wirklich gut dran. Das unterbricht sie bei ihren komischen Schnitzelattacken. Und wir brauchen trotzdem nur zwei schnelle Schläge, um sie zu töten. So. Also, gib dich in Acht bei der Brücke. Da waren insgesamt 6 Geister. Du weg. Du weg. So, also 6 Geister. Das ist ganz schön Reichweite. Komm her, komm her, komm her. 1, 2. Alles gut. Oh. Gezackte Geisterklinge. Kommt gerade jemand von euch? Nee, ne? Okay, können wir mal gucken, was wir da gefunden haben. Gezackte Geisterklinge. Benötigt 7 Stärke. Hat. Wow. Wo? Wie? Warum? Wir gehen von der verdammten Brücke runter. Warum ist der vorher nicht gekommen? Haben wir einen erhöhten Akku-Radius, wenn wir im Menü sind? Das würde ich dem Spiel echt zutrauen. So, Geisterklinge. Also, braucht 7 Stärke nur, hat einen Attributsmodifier von E auf Stärke, was tierisch wenig ist, macht aber 155 Schaden. Das hier macht 200. Wo ist unser Streikkolben? Da. 145. Plus 107. Also, nee. Und macht noch Blutung, wie ich da unten sehe. Gezackte Klinge getragen von den Geistern Neulondos. Schwerer Stoßangriff. Eine der verfluchten Waffen. Fügt Geistern Schaden zu. Das wiederum ist sehr interessant. Wir nehmen mal dich dahin. Ist. Oh, Doppelattacke? Ja, Doppelattacke. Also schwere Attacke ist eine Doppelattacke. Was zur Hölle? Das ist der Tritt. Also nach vorne und leichte Attacke. Das ist nach vorne und schwere Attacke. Okay, also falls unser Funkelding mal ausläuft, können wir darauf schnell zurückgreifen. Ich glaube, ich heile mich mal kurz. So. Und räumen dann hier weiter auf. Dürften jetzt hier nur noch 4 oder so sein.